Endlich ist der Herbst da und ich freue mich da mega drüber. Und ich finde, passend zum Herbst gehört einfach irgendwie immer so was Nussiges. Die Mandarinen sind schon fast so ein bisschen weihnachtlich, komischerweise, habe ich irgendwie immer im Kopf. Aber die Nuss auf jeden Fall. Und damit machen wir heute was super Leckeres, eine Mandarinen-Nusstorte, wie im Titel steht. Herzlich willkommen, ich bin die Kuchenfee und ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Ich habe mir hier meine Sachen soweit schon abgewogen. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist meinen Boden herstellen. Dafür habe ich hier in meiner Schüssel von meiner Küchenmaschine einfach nur Butter, die auf Raumtemperatur ist. Genauso wie Zucker, Eier, gemahlene Nüsse, Mehl, Backpulver und ein bisschen Zimt. Und Salz ist ja auch irgendwo drin. Ich werde das jetzt so machen, dass ich meine Eier trenne und das Eiweiß mit dem Großteil vom Zucker aufschlage und währenddessen hier in meiner Küchenmaschine Butter mit dem restlichen bisschen Zucker und den Eigelben auch schaumig schlage und parallel dazu auch schon mal meinen Ofen vorheize. So, okay. Jetzt haben wir es aber. Also, die lassen wir laufen, die Butter hier. Hallo? Ist hier kein Strom drauf? Moment. Butter laufen lassen mit ungefähr so einem Viertel vom Zucker. Und das restliche Dreiviertel vom Zucker hier, das werde ich jetzt eben mit dem Eiweiß steif schlagen. Ich muss dafür aber aus dem Bild gehen. Ich habe nämlich hier keinen Strom mehr und ja, wie das funktioniert, könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Das hier können wir auch noch mehr aufdrehen. Volle Pulle. Und ein Eigelb nach dem anderen dazu. Geht. Ein paar Minuten sind vergangen. Eiweiß ist steif geschlagen. Und Ofen ist vorgeheizt. Außerdem habe ich hier jetzt meine Form vorbereitet, in Anführungszeichen. Hier waren bis gerade noch andere Biskuit drin, deswegen ist die Form benutzt. Aber Backpapier kann man ja nochmal benutzen. Und jetzt hier einmal zu spülen, obwohl da direkt der nächste Boden reinkommt, spare ich mir auch. Deswegen sieht das Ganze so aus. Jetzt geht es aber weiter. Meine trockenen Zutaten hier. Ich werde jetzt einmal sieben, was ja bei mir nicht so häufig vorkommt, weil ich eigentlich immer ein bisschen zu faul dazu bin und wenn es nicht nötig ist, dann lasse ich das auch gerne weg. Aber bei den Nüssen hier ist es mir einfach irgendwie lieber, obwohl natürlich einige Nüsse auch im Sieb hängen bleiben, weil die einfach zu grob sind. Aber die geben wir dann trotzdem noch so da rein. So, und jetzt geht's weiter. Eine. Okay. Zuerst werde ich mir jetzt hier das die Eigelb-Buttermasse mit meinem Eiweiß so ein bisschen angleichen. Das heißt, ich gebe jetzt hier ein bisschen was dazu. Ist auch schön steif. So. Und weil es einfacher ist, werde ich jetzt hier nochmal den Schneebesen nehmen. Und die restliche Eiweißmenge wird dann mit Liebe, wie es sich gehört, einmal untergehoben. In so 2 bis 3 Portionen ungefähr. So, und jetzt noch die trockenen Zutaten drauf. Hoppala. Rein, nicht daneben. Einmal sieben. Dann auch unterheben, unterrühren. Und dann ab ins Förmchen backen, bis das Ganze durchgebacken ist und eure Küche richtig krass lecker riecht einfach nur. Ich finde die Kombi aus bisschen Nuss und Zimt, gerade an so useligen Tagen, die kann schon einiges.
jetzt, wo mein Boden komplett abgekühlt ist, können wir endlich weitermachen. Und dafür habe ich mir meine restlichen Zutaten hier schon hingestellt, was nicht viele sind. Ich habe hier in meiner Schüssel ein bisschen Mascarpone. Die werde ich mir jetzt gleich einmal kurz separat verrühren und dann mit meiner Sahne, bisschen Zucker und Sahne steif, richtig schön aufschlagen. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich gerne einmal den Nussboden hier komplett durchschneiden. Und für diejenigen von euch, die schon länger da sind, die wissen, dass ich normalerweise meine Böden immer manuell mit einem normalen Messer schneide und nicht mit so einem Gerät mit Klötzchen hier dran. Was es hier mit auf sich hat, das wissen die Kanalmitglieder und die Patreon-Mitglieder. Und die kriegen zu dieser Schneidethematik hier, beziehungsweise zur kompletten Tortenboden-Schneidethematik, ein komplett separates Video, wo ich verschiedene Sachen einmal so komplett abfrühstücke und durchspreche. Das heißt, wenn ihr euch das nicht entgehen lassen möchtet, dann schaut doch mal in der Kanalmitgliedschaft vorbei. Würde ich mich freuen. Und jetzt schneide ich hier den Boden gerade einmal einfach nur in der Mitte durch. Et voilà. Wunderbar. Upp. Ist der schön geworden. Oh, nice. Super. Was ich jetzt auch noch gerade einmal mache, damit ich damit nachher nicht am Kämpfen bin, ist mir das Papier schon mal entfernen. Und dann flippe ich mir den aber auch so direkt wieder einfach hier auf den, auf den Springformboden und setze da gleich meine Springform drum, die gerade noch um eine andere Torte drum ist. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, die kommt gleich noch. Müssen wir jetzt hier einmal so sitzen lassen. Und jetzt kümmere ich mich um die Füllung, wie eben angekündigt, einmal die Mascarpone aufschlagen. Einen kurzen Moment, einfach, dass sie nicht so kompakt ist. Und dann kommt Sahne, Zucker und Sahnesteif dazu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Immer diese Spritzen mit der Sahne, ne? Falls einer von euch da einen guten Tipp hat, wie man das vermeiden kann, außer da eventuell ein Geschirrtuch hier so drüber zu drapieren, schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Ich bin mir sicher, da freut sich doch der ein oder andere auch drüber. Die Füllung ist so gut wie fertig und damit auch die Torte im Kühlschrank. So, jetzt wird gefüllt. Ach so, und jetzt brauche ich den Ring. Da war ja was. Meine Springform ist um meine Torte gesetzt. Ich kann die jetzt soweit füllen, werde mir vorher aber eine kleine Menge, vielleicht so ein Viertel ungefähr, von meiner Creme hier gerade einmal abnehmen, weil ich gleich den Deckel damit bestreichen möchte. Das heißt, das einmal gerade reservieren und was stattdessen jetzt aber dazu kommt, sind hier gehackte Haselnüsse, die ich vorher geröstet habe. Die sind abgekühlt. Die habe ich eben einfach nur mit in den Ofen geschmissen, als mein Boden fast komplett durchgebacken ist. Und habe das dann eben genutzt, um die Nüsse einmal zu rösten, weil es gibt in meiner, also meiner Meinung nach, in meiner Welt der Konditoren gibt es nichts Schlimmeres als so pappige, staubige, fahle Nüsse. Weil wir eben nicht wissen, wie lange die Nüsse schon in den Tüten sind. Und wenn die dann so lange im Regal liegen, dann schmecken die irgendwann ganz schön traurig. Und um das volle Potenzial von den Nüssen da wieder rauszuholen, röstet man die eben einmal. Das ist schon alles. Und das habe ich eben gemacht, indem ich die für ein paar Minuten einfach nur mit in den Ofen geschmissen habe. Das ist schon alles. So, dann kommt das jetzt hier einmal eingefüllt. Bup. Wer mag, hätte hier, oh, das wird lecker. Hätte hier den Boden gerade auch schon mal mit etwas Mandarinensaft tränken können, aber der ist, ich verspreche euch, der ist so
mega saftig, dass der eben nicht getränkt werden muss. Und dementsprechend habe ich mir das auch gespart. Und spare mir den Saft jetzt auf, der kommt nämlich in den Guss, in den Spiegel, den wir nachher noch auftragen werden. Jetzt aber hier gerade einmal Deckelchen drauf. Okay, komm, was soll der Geiz? Ein bisschen können wir oben auftragen. Der Deckel ist ja immer minimal trockener, weil der ja länger oder der stärkeren Hitze ausgesetzt ist als der innere Boden. Nee, jetzt. Und jetzt kommt hier die restliche Creme, die ich mir reserviert habe, kommt hier jetzt noch oben drauf. Ich habe die extra ohne Nüsse gelassen, damit ich die jetzt schön glatt verstreichen kann. Und, das sind meine Paletten, alle in der Spülmaschine. Und mir die Nüsse nicht so durchblitzen, wenn ich die Mandarinen gleich da schön ordentlich auflege. Das ist schon alles. Oh, nee. Ich mag keine. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Wie ist das bei euch? Mögt ihr lieber solche kleineren Paletten oder arbeitet ihr lieber mit den in Anführungszeichen größeren, die bei mir gerade alle in der Spülmaschine sind? Ich glaube, meine Präferenz kennt ihr. Ihr wisst, dass ich seit meiner Konditorprüfung eine Lieblingspalette habe und das ist definitiv nicht diese hier. Nee, ich weiß aber, dass es ganz viele gibt, die mit den normal großen, größeren Paletten nicht zurechtkommen und grundsätzlich lieber diese kleineren hier bevorzugen. Also schreibt mir das mal in die Kommentare, da bin ich echt mega gespannt. So, das hier ist glatt genug gestrichen, wir können jetzt auf jeden Fall weitermachen. Ich werde mir jetzt die Mandarinen einmal abgießen, werde mir den Saft aber auffangen und dann werden die da einfach nur ordentlich draufgelegt. Und dann kommt die Torte so erstmal in den Kühlschrank und muss komplett durchkühlen, bevor da der Spiegel und die Randgarnitur noch drauf kommt. Aber ich finde, bisher ist der Aufwand relativ überschaubar, oder? Schön daneben geschüttet. So. Hoppala. Meine Torte ist so gut wie durchgekühlt. Da kommt jetzt noch ein Tortenguss drauf. Dann vielleicht noch ein bisschen Sahne an den Rand, ein paar Nüsse oben drauf und dann ist der Drops gelutscht. Das ist alles etwas, was ich euch schon ganz oft gezeigt habe. Deswegen entlasse ich mich an dieser Stelle hier. Aber eine Sache möchte ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Einmal die Spülmaschine läuft, ich war heute fleißig. Und zweitens den Tortenguss, den ich hier drauf tue, der ist glasklar. Und richtig, richtig flüssig. Der sieht nicht aus wie so Tapetenkleister. Und den benutze ich schon seit ganz vielen Jahren. Den haben wir auch damals in der Ausbildung benutzt. Also wenn ihr auf der Suche nach richtig gutem Tortenguss seid und eben nicht diesem komischen, klebrigen, milchigen Zeug, was ihr im Supermarkt bekommen könnt, dann verlinke ich euch hier meinen Geheimtipp unten in der Infobox. Gerade die Patreon- und Kanalmitglieder, die wissen schon Bescheid, was es hier mit auf sich hat. Und stimmen mir da wahrscheinlich 100% zu. Also wenn ihr wissen möchtet, was es hier mit auf sich hat, dann einfach mal in die Infobox schauen oder eben auch Kanalmitglied werden, damit ihr sowas eben nicht mehr verpasst. Und damit entlasse ich mich und freue mich, euch in der Kanalmitgliedschaft oder im nächsten Video wieder zu sehen. Macht's gut!